Und dann können wir hier in der Grundstücke-Welt rumgammeln. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge, wir bauen einen Server. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Grundstücke-Welt generiert. Dazu braucht ihr Plotme und Multiverse. Alle Plugins, die ich momentan auf dem Server habe, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dazu dazu geben wir folgenden Befehl an, um diese Grundstücke-Welt zu generieren. /mv create dann Plot Vault. Wenn ihr nichts an der Einstellung von Plotme geändert habt, wie die Welt heißt, dann ist es Plot Vault. Dann dürft ihr da auch nichts dran ändern. Und dann Normal und dann minus G und dann Plotme. Das ist jetzt ein bisschen wie bei Void Vault, weil der Generator ist in dem Fall Plotme. Ich habe ja mal vor kurzem, das letzte Video war ein Video, in dem ich Void Vault vorgestellt hatte, und da sah der Kommando ähnlich aus. Und das ist halt ein bisschen zu ähnlich. Also ihr müsst dran denken, Plot Vault muss es heißen. Wenn ihr in der Einstellung aber den Namen der Welt geändert habt, dann kann das auch anders heißen. So, aber wenn ihr nichts dran geändert habt, dann muss der Kommando genau so heißen. Auch der Weltname muss genau Plot Vault heißen. So, wenn ich das dann gemacht habe, also eingegeben haben, dann generieren wir die Welt und da steht da schon Starting Creation of Vault Plot Vault. Und jetzt generiert der Server, wie wir hier an der Konsole schon sehen, eine Welt. Hier sieht man 36-48%. Das dauert jetzt ein bisschen, weil er ja die ganzen Grundstücke generiert. Und jetzt sehen wir hier, wenn wir wieder in Game sind, Complete. So, jetzt gehen wir MVTP und dann Plot Vault und dann werden wir in die Grundstücke-Welt tippiert. So. Und jetzt. Sorry. Und jetzt sind wir in einer Welt, wo einfach nur. Ups, ich muss mal Game 1 machen. Hier, Game 1. So. Jetzt sind wir hier in einer Welt, in der die ganze Zeit. Also in dieser ganzen Welt hier. Ist die ganze Zeit nur dieser Weg. Und dann sind es so vier Äcker mit, was das Grundstück ist. Ein normaler Spieler, der keine OP hat wie ich, der kann hier den Weg nicht abbauen, hier und am Grundstück auch nicht. Außer wenn er dann die Permission dazu besitzt, ein Grundstück sich zu kaufen, dann kann er auf sein Grundstück abbauen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich mit Vault Guard, dass sich die Admins da sagen, die machen da Grundstücke und dann, wenn jemand ein Grundstück will, dann muss der Spieler ist dem Admin sagen, dann kriegt er ein Grundstück nach der Terran. Es muss immer ein Admin online sein. Hier muss der Spieler einfach nur ein Kommando eingeben und dann kriegt er schon ein Grundstück. Das ist halt besser, sieht aber auch 0815 aus, was ziemlich viele Server haben. Aber auch große Server wie. Es gibt da ein paar große Server, die ich kenne, also das Real Life Server, die haben das auch, weil. Stell ich mir vor, auf großen Servern, die das nicht so haben, also. Ein ganz großer Server, da wird der Admin ja noch die ganze Zeit beschäftigt. Das ging ja auch nicht anders. Aber jetzt kommen wir mal dazu. Also erstmal, ihr könnt hier irgendwo einen Spawn bauen. Also entweder ihr lasst die Spieler hier irgendwo spawnen, baut hier einen Spawn. Oder ihr sagt, ihr kauft euch ein Grundstück und baut darauf den Spawn. Wie kauft man ein Grundstück? Mit P, Climb könnt ihr ein Grundstück kaufen und dann steht hier Plotme. Dieses Plot ist, das ist dir jetzt gehört, und mit Plotme Home kann man zum Grundstück, und wir sehen hier auch schon ein Schild, ID 6, -6, Owner Manugan. Und wenn wir jetzt P Home eingeben, jetzt habe ich ein bisschen falsch geschrieben, jetzt ist eine 2, aber es vielleicht hat es trotzdem mal kann, und dann werden wir genau vor unserem Grundstück teleportiert. Ja, und jetzt, aber wenn wir jetzt sagen, ja gut, alle Grundstücke sind am Spawn belegt, wir wollen uns ein random Grundstück zuteilen lassen. Dann geben wir ein /p auto. Dann tut das Plugin das nächste freie Grundstück uns random auswählen. P auto. Und dann werden wir zu irgendeinem Grundstück, was in der Nähe liegt, oder halt zu irgendeinem Grundstück teleportiert, und es gehört uns dann. Und hier steht auch schon, dass es uns gehört. Und wenn ihr P Home eingeben, dann wird das Problem sein, dass wir in unserem alten landen. Oh, ich weiß es nicht, weil die sehen ziemlich gleich aus. Aber wenn ihr P Home 2 eingeben, dann kommen wir zu. Da kommen wir.
nicht. Das laber ich für Scheiße. Mit P-Home 1 oder 2 kommt ihr dann zu euren Plot. Ich glaube, ich habe überhaupt einen zweiten gekauft. Mit P-List könnt ihr auch eine Liste unserer Grundstück aufrufen. Und mit P-Home zum Beispiel 1 oder 2 könnt ihr dann zu dem ersten Grundstück, was ihr gekauft habt, euch teleportieren oder mit zum zweiten. Aber es macht für die meisten hier eh Sinn, dass sie sich zwei nebeneinander kaufen, denn sonst müssen sie zu weit laufen. Aber ich würde es an eurer Stelle so machen, man kann in den Permissions auch einstellen, wie viele Grundstücke jeder haben darf. Ich würde da jetzt lieber bei einem bleiben, weil die Grundstücke sind eigentlich relativ groß genug, wenn es sich euren Spielern nicht reichen, kann man die in der Config noch umstellen. Und ich rede ja die ganze Zeit von P-Climb oder so. Ich könnte natürlich auch Plot-Climb oder sowas eingeben. Wenn man Plot und Rich schreiben würde. So, Climb. Alle Befehle können man auch so eingeben. Plot-List oder so. Nur P ist halt die Abkürzung. Ich würde es auch empfehlen, das mit P anzugeben. Ist halt schneller. Und euren Spielern auch zum Beispiel sagen, mit P-Climb kannst du dir ein Grundstück kaufen. So. Jetzt haben wir mal die Grundstücke-Welt. Ich gehe mal zum Grundstück, zu meinem Grundstück, P-Home. Und jetzt sehen wir hier hinten ist zum Beispiel ein Schaf oder Mops. Ist nicht gerade so nice. Also stellen wir die Schafe und so aus. Wir haben hier Multiverse drauf, also geben wir ein /MVM-Set, Monsters, Vaults. Und dann haben wir die Monster, dann können keine Monster mehr hier spawnen. Aber wir wollen die Schafe auch wegbekommen, also die Tiere. Also geben wir eins, ups. Wenn ich auf die Pfeiltaste nach oben drücke, wisst ihr, bekommt mich den letzten Kommando, den ich eingegeben habe. Also wir können noch machen, /MVM-Set, Animals, Falls. Und dann spawnen auch keine Tiere. Ihr könnt natürlich auch darauf sagen, ich will nicht, dass die Leute in meiner Grundstücke-Welt Hunger bekommen. Dann macht ihr einfach /MVM-Set, Hunger, Falls. Und dann kriegen wir hier auch in dieser Welt keinen Hunger. Alle Einstellungen, die wir gerade getroffen haben, wie mit Mobs, Tiere und Hunger, die ist der. Was habe ich jetzt noch schon wieder? Also ich habe hier gerade die Monster, Tiere und den Hunger in dieser Welt ausgestellt. Das ist nur in dieser Welt, in keiner anderen. So, jetzt haben wir es eigentlich schon. Da sind wir soweit mit der Grundstücke-Welt fertig. Ich würde euch empfehlen, das erste Grundstück oder halt euch zu kaufen. Also den Owner, dass der sich das kauft. Und dann tut ihr einfach, dass ihr alles so an der Seite abkloppen. Das mache ich jetzt mal mit Void Edit. Es geht schneller. Das schützen wir hier morgen noch dran. So. Set 0, dann ist es weg. Und dann könnt ihr. So, diese 0 Box has been changed. Okay. Stimmt, Void Edit geht in dieser Welt ja nicht. Warum? Void Edit geht in der Plot World nicht. So, die bauen wir jetzt hier ab und dann könnt ihr sagen, dass ihr hier Holz hinsetzt und dann habt ihr so eine Art, dann ist es halt weg. Außerdem, ein normaler Spieler kann nicht, wie ich gerade hier auf dem Weg abbauen, sondern nur auf sein Grundstück, wie ich schon gesagt habe. Und diesen Rand kann er auch nicht abbauen. Ihr könnt dann sagen, dass ihr hier vielleicht noch einen schicken Spawn hinbaut. Dann vielleicht ein paar Infos macht, wie man sich ein Grundstück kauft und so, und dann kann man hier vielleicht in die Grundstücke-Welt reinlaufen und zu seinem Grundstück gehen oder sich eins kaufen. Ja, ich demonstriere das jetzt mal mit am besten. Sagen wir jetzt mal, ich setze hier mein Warp, Set Warp, GS, die Abkürzung. So, jetzt haben wir ein Warp.GS erstellt und das kann man auch mit /Warp.GS auch immer zum Spawn, der nicht hier gebaut ist, sich hin TP'en. Wenn jetzt ein Spawn wird man die Informationen sehen, wie ich gesehen habe, und dann kann man halt in der Grundstückwelt rumgammeln. So, jetzt sind wir eigentlich mit der Grundstückwelt so fertig, sage ich jetzt einfach mal. Bis auf das, dass ich keinen Spawn habe, aber so eigentlich vom Prinzip her ist es fertig. Also gehe ich mal mit /Spawn wieder ans Spawn. Und jetzt, den Regen mal ab. Gehe ich mal in Game 1 noch und jetzt sehen wir hier. Wenn ihr den Kompass öffnen, also den Navigator, dass hier nur Wheeler drin ist. Wir wollen jetzt in dieses Menü aber noch die Grundstücke integrieren. Dazu gehen wir natürlich wieder in die Config und ich will natürlich noch diese Items hier entfernen, weil die nerven. So, wir gehen jetzt in die Config hier. So.
und hier in die Plugins-Ordner und dann, ups, ich mache es ein bisschen größer, als ihr mehr seht, dann gehen wir hier in die Custom-Join-Items, in den Custom-Join-Items-Ordner und bei Items, bei der Items.html, machen wir Edit mit Notepad++. Ihr könnt es aber auch mit Editor bearbeiten, aber es ist natürlich schwer zu bearbeiten. Mit Notepad++ ist ja, wie ich schon gesagt habe, schon öfters in meinen Videos gesagt habe, ist es alles schon strukturiert. Also, wir sehen hier First Item, Name Navigator und dann das ja die ID und das Slot, auf welchen Slot er liegen soll. Und das haben wir alles in der ersten Folge hier eingestellt, die ihr euch gerne unten in der Videobeschreibung unten verlinkt ist, die Playlist. Könnt ihr gerne draufdrücken, dann könnt ihr euch die anderen Folgen auch angucken. Und hier die Permissions und so. Diese, das sind die anderen Items, die zwei, die wir nicht brauchen. Bevor ihr die jetzt aber löschen und entfernen, würde ich empfehlen, euch Disable Vault, also dieses hier, zu kopieren mit Streng und C. Und dann hier bei bei First Item mit Enter als runtergehen und dann hier Streng V gehen, dann fügt es hier ein. Jetzt seht ihr aber hier so ein so was Rotes hier. Das muss weg. Geht ihr auf Löscht ihr ein Leerzeichen, noch eins und dann ist es weg. Es muss so aussehen, sonst nimmst du das Plugin nicht an. Ist wie bei Permission 6. So, jetzt tun wir hier aber noch sagen, dass wir sagen jetzt mal, dass wir es Disabled Vault heißt, in welchen Welten wir den Kompass nicht haben sollen. Also den Navigator. Ich will es nicht, dass in der Grundstücke-Welt man den Kompass hat, den Navigator, weil ich finde es nervt. Man kann ja auch, wenn man in der Grundstücke-Welt ist, vielleicht Spawn machen und dann am Spawn sich zum gewünschten Ort teleportieren. Also gebe ich hier ein, den Namen der Welt, also ein Komma. Und dann geben wir den Namen der Welt ein, also erst ein Leerzeichen und dann den Namen der Welt. Der Name der Welt heißt Blood Vault. Achtet bitte hier auf große und kleine Schreibung. Und ich mache doch die Vault hinzu, denn in der Vault da ist überhaupt nichts. Also es ist jetzt nur in der Lobby aktiviert, weil die Lobby hier nicht aufgelistet ist. So, und hier sonst ist hier nichts mehr. Ja, und dann können wir es eigentlich löschen. Löschen wir das alles hier. Einfach auf Entfernen und weg ist es. So, und jetzt speichern wir das hier ab. Und jetzt kommen wir aus dieser Config schon raus. Und reload unseren Server. Und dann gucken wir auch gleich, ob es gegangen ist. Reload. So, ich mache es mal ein bisschen kleiner. So, gleich müsste hier Reload Complete stehen. Das dauert ein bisschen, weil viele Plugins drauf sind. Also, eigentlich nicht so viel, aber es geht halt mit Plugins länger. Und jetzt steht ja auch Konsole Reload Complete in grün. Jetzt gehen wir wieder in unser Minecraft. Und jetzt werfen wir mal unsere Items weg. Ich gehe da mal Game Mode 1, dass ich sie wegbekomme und gehe hier auf Inventar lernen. Jetzt gehe ich aus dem Server raus, gehe wieder in den Server, also auf den Server. Und jetzt sehen wir hier, dass wir diesen Knochen und dieses Papier nicht mehr bekommen, diese Items, weil sie ja logischerweise aus der Config gelöscht haben. Jetzt haben wir nur noch in unserem ganzen Inventar nur noch den Navigator hier auf Slot 9 legen. Den können wir natürlich auch umlegen, aber wir können in der Config auch ändern, dass er hier in der Mitte liegt. Können wir auch gerne machen. So, und dann können wir hier, wenn ihr rechtsklick machen, ist es aber immer noch nicht drin. Das ändern wir jetzt. Also erst einmal würde ich sagen, ändern wir den Navigator, dass er am Anfang hier auf diesem Slot liegt. 1, 2, 3, 4, 5. So, auf Slot 5. Jetzt ändere ich ihn auf Slot 5. Hier Items, gehen dann nochmal rein, edit mit Notepad++ und legen ihn hier auf Slot 5. Speichern wir es ab. So, und jetzt gehen wir noch in Plugins, also in Plugins Ordner zurück und gehen dort in den Ordner Chest Commands, gehen dort in Menü, in Example, Edit in Notepad++, wie immer, und jetzt gehen wir hier einfach, kopieren wir dieses Spawn MC, CMD, so, jetzt müssen wir hier wieder ein paar Zeichen löschen, damit denn jetzt denkt das Plugin, es wird zusammengehören. Aber wenn wir die Leerzeichen löschen, dann ist hier noch so ein Minus, oder wie man es nennen soll, und dann weiß das Plugin, dass es halt dass es ein anderes Item ist. Also, der Kommando machen wir warp gs. Das habe ich auch schon erzählt, warum in der ersten Folge. Und dann den Namen nenne ich Grundstücke. So, teleportiere dich zu den Grundstücken
Und hier die ID mache ich mal. Was können wir da nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal die ID, weil die ID ist ja logisch, weiß nicht auswendig. So. Jetzt will ich nicht kommen. Keine Ahnung, was mit meiner Task gleich los ist. Vielleicht geht's auch einfach. Also, nehmen wir uns mal. Oh, ich muss erstmal in GM1 gehen, dass ich die ganzen Items zur Auswahl habe. Also nehmen wir jetzt mal, was passt gut zum Bauen. Ich nehme da mal einen Zaun. Nehmen wir mal den Cobblestone Wall. Also 139. Jetzt gehen wir zurück in unsere Config. Und jetzt gehen wir da 139 ein. Das ist dann dieser Cobblestone Wall, also der Cobblestone Zaun. Und jetzt müssen hier wir noch die Position ändern, damit die nicht, denn wenn beide auf der gleichen, auf dem gleichen Platz liegen, geht's nicht. Ich ändere es jetzt mal um, das werden wir alles noch ändern. Das können wir ja noch ändern, wenn wir fertig mit den ganzen Mobs sind. Können das auch noch verschönern, aber momentan nicht. Ich tue hier meinen Rechtschreibfehler mal ausbessern. Du öffnest die, so, und Öl müssten wir doch OE ersetzen und Navigator, nee, da, okay, denn Öl, und also es nimmt halt keine Buchstaben mit, wo oben Punkte drüber sind. So, speichern wir das Ganze. So, und jetzt tun wir hier mal reload, so. Jetzt lädt er die ganzen Plugins neu, was er beim Reload immer macht. Und jetzt sieht es so aus, als hätten wir hier irgendwo einen Fehler gemacht, deswegen kommt ein Error von Chess Commands. So. Ich weiß es genau. Wir haben Spawn CMD. Haben wir vergessen? Spawn CMD. Sorry. Er darf keine. Die Items dürfen nicht gleich heißen. Deswegen nenne ich jetzt einfach mal GS. Also das Item. Dieser Name, der wird nicht im Menü dazu angezeigt, sondern das ist nur fürs Plugin. Das darf nicht gleich heißen. Das war der Fehler. Speichern wir wieder ab. Machen wieder in-game. Gehen wir wieder hier in Minecraft. Und machen CC Reload. So, ups, wenn man es richtig schreibt. Und jetzt haben wir irgendwie immer noch einen Error. Ja, ich habe schon gedacht, ich habe die Lösung gefunden. Nein, leider nicht. So. Ich tue das mal hier ganz. Also ganz, ganz an diese, ganz nach hinten, alle Leerzeichen löschen. Speichern mal. Jetzt probiere ich, ob es jetzt geht. CC Reload. Ja, jetzt geht's, oder? Gucken. Jetzt, der spannende Moment. Wir probieren den Navigator aus. Ja, es geht. Wir sehen schon unten, dass da keine Nachricht mehr kommt. Also, dass nur der Navigator geöffnet wird. Und, ja. Wir haben jetzt einmal hier Wheelers und Grundstücke. Da habe ich wieder das Ü. Also, ihr wisst ja, das lange Bild ist einfach nicht fressen. Habe ich aber schon wieder vergessen. Und dann gehen wir mal dahin. Und wenn wir auf Grundstücke drücken im Navigator, den wir in der ersten Folge erstellt haben, dann werden wir hier in diese dunkle Grundstück, da stehe ich jetzt zwar unten, teleportiert zu war.gs, aber das ist jetzt nicht so schlimm, und dann werden wir hier auf das GS, wo das Grundstück, wo das Wohngebäude ist, teleportiert, und dann können wir hier in der Grundstücke-Welt rumgammeln. So, das war's jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, und dann würde ich sagen, ciao Leute, haut rein.